Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3 hier von König Robert dem Dritten. Wir haben beim letzten Mal König Robert den Zweiten, der da drüben noch ein bisschen abhängt, platt gemacht. Und diesmal werden wir uns wahrscheinlich hauptsächlich daran machen, irgendwelche Gebiete zu befreien. Befreien im jeglichen Sinne. Das heißt sowohl das Befreien von Rebellennestern von den Rebellen, als auch das Befreien der Wüste von ein paar Wassermagiern leider. Das hat seinen Grund, werde ich später noch erklären. Aber auch das Befreien Nordmars von den Orks. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal in Nordmar an. Nicht, weil ich Nordmar so sehr liebe, das wisst ihr ja bereits, wenn ihr schon ein paar Folgen gesehen habt, sondern damit es weg ist, sagen wir es mal so. Und wir müssen unbedingt mal irgendwann noch ein paar Dietriche finden. Ach, wir haben sogar ein paar. Schön, wusste ich gar nicht. Und finden gleich noch mehr, denn wir haben hier noch einige Kisten, die wir noch öffnen müssen. Genau, denn wir haben beim letzten Mal hier ein übelstes Gemetzel angefangen. Das war schon lustig. wir haben ja hier den halben Hofstaat umgebracht, um am Ende nur noch Roba übrig zu haben, der dann im Zweikampf gegen uns verloren hat. Achso, die Kiste haben wir schon, wie es scheint. Ja. Und damit haben wir schon Teil 1 von 2 erfüllt, was das Quest von Xalas angeht. Und den zweiten Teil, der wird ein bisschen komplizierter, weil wir da noch nicht einfach so hinkommen. Wir müssen nämlich noch Zubenplatt machen. Der sitzt in Ishtar, hat sich dort eingeigelt und da kommen wir nicht einfach so hin. Deswegen müssen wir später noch Wassermagier platt machen. Denn wir brauchen einen gewissen Ruf bei den Assassinen. Wir könnten natürlich auch einfach reinstürmen und die ganze Platte niedermachen. Die Sache ist aber, wir wollen natürlich Quests miterleben, die es dort gibt. Deswegen fürs Let's Play möchte ich das dann so machen. Normalerweise wird es mir wieder streben, Wassermagier zu töten. Aber ich hatte ja sogar schon mal damit angefangen. Ich hatte schon mal Satoras getötet, soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß gar nicht, ob ich mich auch schon mal Kronos gewidmet hatte. Das sind die zwei, die bei mir als erstes über die Klinge springen würden immer. Weil ich die beide nicht leiden kann. Vor allem Satoras nicht. Bei den anderen tue ich mich ein bisschen schwerer, aber da muss ich dann mal eine Auswahl treffen. Wir müssen sowieso mal schauen, wie viele eigentlich dran glauben müssen dann. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie viel Ruf wir insgesamt bei den Assassinen schon so erworben haben. Und da müssen wir dann vielleicht nochmal in der Wüste schauen, was wir schon so an Quests erledigt haben und was da noch so offen ist. So, ich will jetzt aber noch mal ganz kurz hier, wie gesagt, alles ablaufen und die Kisten ein bisschen öffnen, bevor wir dann uns nach Nordmar teleportieren. Denn ich habe mir mal meinen Laptop hier nebenher aufgebaut. Mit einigen Seiten aus dem Internet, auf denen die Karten sind, die uns dabei helfen können, NPCs zu finden. Und NPCs bedeutet auch Gegner, die für bestimmte Quests relevant sind. Das heißt zum Beispiel der Hetzer. Den haben wir noch offen. Wir erinnern uns, Bogia, der Druide im Wolfsclan, hat uns mal das Quest gegeben, den Hetzer platt zu machen. Das ist ein weißer Wolf, der Nordmar unsicher macht. Oh, magisches Erz, das ist aber nett. Und den wollen wir uns schnappen, denn Bogia gibt uns dann den Wolfsstein. Und den wiederum können wir bei irgendjemandem beim Feuerkloster abgeben, soweit ich mich entsinnen kann. So, das haben wir sicherlich schon mal gelesen, nehme ich an. Das kenne ich schon. Ja, natürlich. Gut, hier oben ist noch, doch hier ist noch was. Der Alchemietisch, den brauchen wir nicht. Och, das ist schon offen. Die Leichen hier oben sind auch nicht von Interesse. Der Buchständer ist bestimmt schon, das kenne ich schon, gelesen worden, genau. Gut, dann jetzt noch mal ganz kurz in den Burghof. Ich weiß, das ist gerade nicht so spannend. Hätte ich natürlich auch schon vorher machen können. Ich wollte es aber hier mitmachen, falls irgendwelche interessanten Gegenstände dabei mit rausspringen. Mit dem Metalltruhen hat es nämlich ein interessantes, das haben sie interessant gelöst. Und zwar ist es nicht so, dass in einer bestimmten Truhe ein bestimmter Gegenstand drin ist, sondern die Zahl der geöffneten Metalltruhen oder die Zahl der geöffneten Truhen einer bestimmten Sorte ist dabei von Interesse. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Metalltruhen geöffnet habe, kommt bei der 10. Truhe immer dasselbe raus. Ich glaube, so war das. Oder war es per Zufallsprinzip? Ich bin mir nicht sicher, aber es hatte irgendwas mit der Zahl der geöffneten Truhen zu tun. Auf jeden Fall ist es nicht fest zugeordnet, was in welcher Truhe drin ist. Kann auch zu Problemen führen, denn es gibt eine Waffe in dem Spiel, das Großschwert, das ist mein persönlicher Favorit. Ist noch ein Einhandschwert, ist aber ziemlich lang,
wie der Name schon sagt, groß halt. Und das, die führt Zuben zum Beispiel auch bei sich als Doppelschwerter. Halt, das haben wir schon, wie es scheint. Und das Problem ist, wenn man von NPCs die Gegenstände nimmt, sind die natürlich immer abgenutzt und sind dann bei Weitem nicht mehr so durchschlagskräftig. Was ist denn jetzt los? So, geht's wieder. Schön. Deswegen bringen uns die von Zuben später auch nichts. Man kann die sich selber schmieden. Dazu braucht man auf jeden Fall Katanas, das weiß ich noch. Und Katanas kriegt man hier nur sehr schwer. Denn, ich glaube, es gibt ein Katana frei im Spiel und das zweite Katana kann man nur über eine Kiste kriegen. Und da braucht man halt ein bisschen Glück, dass man das dann erwischt. Da ist es natürlich ein bisschen haarig, aber ansonsten passt das soweit. Finde ich. Ist schon okay, dass nicht in jeder Truhe fest was drin ist. So. Ein Paladin-Schwert, immer her damit. Wir haben jetzt natürlich ordentlich was am Paladin ja auch weggeschnetzelt. Wir haben natürlich noch das Quest, auch das habe ich auch nicht vergessen, alle Feuerkelche zu finden. Wir haben 11 von 12. Das Problem ist, ich weiß nicht, welcher fehlt. Gut, wir gehen nochmal kurz hier schauen, ob hier auch noch irgendwo eine Kiste. Nein, okay. Und dann, ach, hier ist auch noch eine. Gut, das müsste dann der letzte Ort sein. Heroische königliche Musik. Fanfaren setzen ein. Gut. Reicht dann auch. Wobei haben wir... Sorry. Haben wir hier vorne noch jemanden liegen? Warte mal, was war hier gerade? Ach, hier liegen auch noch Gegenstände. Ich renne ja einfach drüber. Na gut. Ach, das ist bloß das Lagerfeuer. Innos, verzeih mir. Ach, will er jetzt schon gar nicht mehr. Schön. Ja gut, wir haben uns auch gegen Innos entschieden, deswegen will er da nicht mehr... Es gibt noch eine äußere Burg, da sollten wir vielleicht auch noch kurz schauen. Deswegen will er da nicht mehr reinschauen, weil wir uns gegen Innos entschieden haben. So, also das heißt nicht mehr reinschauen, deswegen will er nicht mehr vorbeischauen, Innos. So, wie ich am Ende der letzten Aufnahme gesagt habe, habe ich die Leichen hier mal ein bisschen geflattert und habe mir das Zeug unter den Nagel gerissen, was die so dabei hatten. Ist natürlich nichts Besonderes, aber wir haben unser Inventar ein bisschen erweitert. Falls wir mal wieder ein bisschen Geld brauchen. Gut. Nochmal kurz hier die Ecke abklappern. Da ja aber alles ein bisschen kaputt aussieht, werden wir hier wohl nicht so viel finden. Nee. War nicht gerade noch ein Eingang oder habe ich mir das eingebildet? Hm, wer weiß. So, hier ist noch eine Kiste, siehst du mal. Nehmen wir natürlich auch noch alles mit. So. Hier ist nichts. Gut, dann würde ich sagen, haben wir Vanguard eigentlich komplett abgeschlossen. Hier ist ja niemand mehr, für den wir noch irgendetwas tun könnten. Das Einzige, was noch da ist, ist ein riesiger Berg Leichen. Da haben wir ganze Arbeit geleistet beim letzten Mal. Wenn natürlich auch mit ein bisschen Beschiss, muss man zugeben. Wir haben hier die Barriere benutzt, damit uns hier... Sieht schön aus. Sieht wunderschön aus. Damit uns hier niemand belästigen kann und wir uns immer mal ungestört heilen können. So. Kann auch sein, dass irgendwo in der Stadt noch Leute rumkriechen. Das ist natürlich sehr gut möglich. Soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Halt, ich esse erst nochmal kurz was. Denn unser Leben sieht nicht so gut aus. So. Und dann machen wir uns auf den Weg zu Xardas Turm. Denn von dort aus kommen wir ganz gut zum Hetzer. Die Frage ist, wie sieht der aus? Sieht irgendwas nach Xardas Turm aus. Teleporter in HD. Hier, ach, das X, okay. X wie Xardas, natürlich. Gesundheit, mein Held. Und los. So. Ach, ist das ein schönes Let's Play heute. Ich habe mir gestern neue Kopfhörer gekauft, die kabellos sind, sodass ich jetzt hier volle Bewegungsfreiheit habe. Und das ist so wundervoll. Ah, gut, wir sind bei Xardas. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon irgendwie so einen Teilerfolg erringen können, weil wir eben schon den ersten Gegenstand bringen, aber wir probieren es mal. Ah ja. Ich habe das Zepter von Varant. Bewahre es gut. Wir werden es später noch brauchen. Na klar doch.
Der König ist tot. Dieser Narr. Er wäre niemals bereit gewesen, diese Welt freiwillig zu verlassen. Doch seine Macht ist verbannt und Innos dadurch geschwächt. So, gut. Haben wir noch so ein paar Kommentare von Xardas mit uns abgeholt. Natürlich nichts Besonderes und das Quest ist ja auch noch nicht erfüllt. Hübsche Vase. So, wir wollen uns aber anderen Dingen widmen. Und zwar der Hetzer. Wir nehmen mal dazu die Angräberkarte. Ich habe es nicht auf der Karte gesehen, sondern auf der großen Karte. Und zwar von Xardas Turm aus müsste erstens hier irgendwo ein schwarzer Troll sein in dem Gebiet. Nein, hier, ich glaube unterhalb dieses Weges. Ich glaube hier müsste der irgendwo sein. Und zweitens sollte der Hetzer hier drüben sein. Drittens auch, habe ich mal nachgeschaut, was es braucht, um Nordmann zu befreien. Dazu müssen wir bestimmte Lager platt machen. Zum Beispiel eins hier drüben auf dem Weg. Wir sind ja damals hier vorbeigelaufen und hier waren Herrscharen von Orks. Ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich antun will, aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, wenn wir das Quest erfüllen wollen. So, erstmal gehen wir aber nach Nordwesten. Das ist da. Und zwar querfeldein, wenn das geht. So, hüpfen wir mal hier. Das Schöne ist ja, der Held ist ziemlich Offroad-fähig. Man kann eigentlich so gut wie jeden Hügel irgendwie erklimmen, indem man einfach hüpft. Er fällt zum Glück langsam genug runter dann wieder oder rutscht langsam genug runter, dass man in irgendeiner Form einen Fortschritt dabei erreicht, wenn man hier lang hüpft. So, und jetzt sehe ich schon, haben wir ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob wir hier... Gut, der könnte ja schon fast wieder ein bisschen zu steil sein, aber wir... Ja, jetzt machen wir hier rundlich. Aber wir probieren es mal. So habe ich mich übrigens auch, als ich das allererste Mal Gothic 3 gespielt habe, durch Nordmar bewegt, weil ich auf direkten Wege irgendwo hingelangen wollte und mir das auf den Keks ging, dass man ständig durch dieses Gewirr von Tälern sich bewegen muss. So, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir wirklich hier vorwärts kommen. Aber doch so ganz, ganz leicht, ne? Ist spannend, ich weiß. Gut, vielleicht machen wir es doch mal auf anderem Wege. Moment, ich muss mal ganz kurz was schauen hier. Muss mal kurz den wieder runterrutschen lassen. Okay. Das Problem ist nämlich, dass mein Laptop immer einen kleinen Wackelkontakt hat. Und wir machen es anders. Kommt, wir machen es anders. Dass mein Laptop einen kleinen Wackelkontakt hat und ich mal kurz schauen musste, ob das Kabel noch drin steckt. Nicht, dass der dann ausgeht. Und dann nachher, wenn ich doch mal auf die Karte schauen muss, er nicht mehr verfügbar ist für uns. So. Kommen wir hier besser hoch? Oh ja, das sieht besser aus. So, ich trinke aber mal kurz einen Ausdauertrank. Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter. So, ich glaube, hier kommen wir besser hoch. Das sollte ein Stück angenehmer sein, als wenn wir da drüben diesen kompletten Abhang hoch machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen anstrengender. So, und dann sollten wir hier von der Seite aus, glaube ich, den Gipfel ganz gut umgehen können. Na komm, na komm, na komm, du hast es gleich geschafft, mein Freund. Das wird eine verdammt spannende erste Folge in der Aufnahme wieder. Erst flattern wir einfach nur Leichen die ganze Zeit und dann hüpfen wir irgendwelche Berge hoch. So, haben wir das geschafft? Und es gibt garantiert auch einen schöneren Weg, um zum Hetzer zu kommen, bin ich mir sicher. Ist mir jetzt aber gerade ziemlich egal. Er soll wohl auf irgendeiner Klippe stehen, wo habe ich mir... Oh. Ja, das sieht aus, als ob man hier sein möchte. Habe ich mir sagen lassen, oder habe ich gelesen, dass er... Oh shit, wir müssen noch ein ganzes Stück nach Norden, glaube ich. Dass er auf irgendeiner Klippe stehen soll. Ach komm, wir gehen mal hier hoch, oder? Das sieht ja nicht so steil aus. Da kommen wir ganz gut hoch. Ich glaube, das mit dem Ausdauertrank war auch ziemlich sinnlos. So, da können wir zumindest mal die Aussicht genießen von hier oben. Ist doch auch was. So. Ja komm, jetzt stell dich nicht so an, Freund. Ganz auf den Gipfel? Warum nicht? Wir können's doch. Wir sind Gipfelsteiger, Gipfelstürmer meine ich, Bergsteiger. So, wir sind der Reinhold Messner des Gothic-Universums. So, es hat keinen Sinn, ich weiß, aber ich möchte das gerade. So, dann können wir uns mal als die Könige der Welt fühlen.
Ich weiß, es ist nicht der höchste Berg. Ich sehe gerade drüben, da so rechts im Bildrand, da ist noch einer, der sieht höher aus. Aber das muss reichen. Ich glaube, wir können uns jetzt schon als sehr, sehr erhaben fühlen.